Bitte schön. Schönen guten Tag. Einen guten Tag. Das ist Sven Deutsch. Hallo. Der hat die Zeichen nie geguckt als Schlümpfe-Trickserie. Hallo. Horst, wie darf ich den Herrn vorstellen? Leo Krüll, Leo. Mein lieber Leo, Leo Krüll, Leo. Boilowina, Guten Tag. Schlümpfe. So, ich hoffe, die sind in Deutsch. Die sind etwas älter, ja, von Leo Krüll, Leo. Noch kann ich daran jetzt keinen großen Wert erkennen, aber das liegt an dem Produkt, nicht an mir. Sven. Hallo. Also, ich fange mal an. Was denkst du denn, Horst, was die jetzt aktuell so für eine Wertigkeit haben, wie sie angeboten werden? Na, wie die Laden. Jetzt habe ich keine Ahnung von sowas, aber ich würde mal sagen, 5 Euro pro Stück. Stimmt, der liegt aktuell, wenn du ihn kriegst, im guten Zustand, 6 Euro. Was? Ja, so. Was möchtest du denn haben? Wusstest du davon, dass die teilweise so wertvoll sind? Ja, ich habe auch so einen alten Katalog zu Hause, der ist zwar 10 Jahre alt. Naja, also 2000 wäre ja schön. Aber ja, das glaube ich. Ja. Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen. Dann kriegst du von mir das Händlergeld. Ja. Wäre natürlich schön, wenn ein Händler dabei wäre, der auch im Kopf hat. Die Sammelfiguren sind heute weniger wert als noch vor einigen Jahren. Finden Stelzeneier trotzdem einen Käufer? Sie erinnern mich auf eine ganz nette Weise an meine Ü-Eier. Nein, meine Frau. Und wann in den Ü-Eiern dann? Nein, das war dann immer auch ein Problem. Können Sie uns verraten, ob das Ei von dem Eierlaufschlumpf original ist? Nein, also laut Experten, guten Tag. Na, dann wird es so sein. Das ist ja die vollständige Olympiade. Das ist die vollständige Olympiade. Nein. Ich würde immer 100 Euro anfangen. Es ist weit von dem, was es... Naja, 2000 wäre ja schön. So. Jut. Schön. Dann sind es 2, 4, 6, 800 Euro. Alles klar. Recht schönen Dank. Tschüss. Schön. Gut. Witzig. Unmengen. Das war dann immer auch ein Problem, diese ganze Schokolade, nennt man es. Hallo?